Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Wunderbar, dass wir heute gemeinsam hier praktizieren können. Und mich beschäftigt natürlich sehr diese Erfahrung mit Menschen in der Veränderung. Ist überhaupt das Schönste, glaube ich, was das Leben lebenswert macht, dass wir aufhören, uns an Dingen festzuhalten, an Objekten festzuhalten und unsere Herangehensweise ändern. Wir schauen uns nicht mehr die Dinge draußen an, sondern ich beschäftige mich mit dem, der sieht. Und in dem Moment bin ich nicht mehr an das gebunden, was draußen ist, sondern ich schaue es mir an und kann es genießen oder kann es ausblenden. Aber mich beschäftigt eigentlich mehr das Sehen selbst und die Erfahrung selbst als der Grund der Erfahrung. Und das ist eigentlich die Wurzel von Veränderung. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen anschaue, was so mir in meinem Weg bis hierhin geschehen ist, dann muss ich sagen, die kostbarsten Erfahrungen waren immer radikale Veränderungen, wo ich oft drüber nachgedacht habe und dann irgendwann gesagt habe, nee, das kannst du nicht machen. Aber im tiefen Inneren habe ich gefühlt, ich bin da, wo ich bin und mit dem, was ich tue, nicht mehr glücklich. Und dieses Unglück fing an, meine Welt wie mit einem Schleier zu überdecken, weil mich dann immer wieder beschäftigt hat, dass ich mich in mir nicht wohlgefühlt habe. Und vor diesem Hintergrund kam dann die Entscheidung, dass ich gewusst habe, es gibt einfach Momente, da spielen all die Dinge, an denen man gerne festhält, weil man sie so gern hat, die spielen alle keine Rolle mehr, wenn das nicht mit dem Inneren in Einklang ist. Und das führte dazu auch zu radikalen Ortswechseln. Ich meine, hatte das große Glück, dass ich in vielen Ländern dieser Welt schon leben durfte, aber eben nur deshalb, weil ich irgendwann gesagt habe, ich stehe auf und gehe. In einer Situation, wo alle gesagt haben, jetzt hat er doch gerade alles erreicht, was er wollte, jetzt ist alles da. Und in dem Moment musste ich gehen. Und ich bin heute unfassbar glücklich darüber, dass ich mich diese Schritte getraut habe. Und in dem Moment habe ich den Eindruck, und das, die Lala hat das mit ihrem Thema jetzt natürlich ausgelöst, diesen Gedanken, ich fühlte mich im Würgegriff des Lebens. Ja. Hatte auf einmal den Eindruck, das Leben nimmt mich in den Schwitzkasten und da will ich gar nicht sein. Und jetzt haben wir alle die Bereitschaft, natürlich uns zu verändern. Wir alle wissen, dass Veränderung die einzige Konstante in unserem Leben ist. Und im selben Moment haben wir alle unfassbare Angst vor Veränderung. Wir wollen verändern, wir reden von Veränderung, aber wir tun es nicht. Und da liegt die Wurzel für ganz viel Leid und die Wurzel für Krankheit. Weil ich wirklich glaube, wenn Menschen sich in ihrem Unglück an den scheinbaren Gründen, die das Unglück kreieren, festhalten, weil sie einfach Angst vor Veränderung haben, dann glaube ich, das ist die Wurzel, wo der Körper irgendwann nicht mehr kann. Irgendwann sagt er, stopp, jetzt ist Schluss. Und deshalb für mich auch heute, wenn wir jetzt praktizieren gleich, ich möchte einfach, dass ihr euch erlebt im Praktizieren und nicht das, was ihr praktiziert. Also, dass ihr euch erlebt, ich tue und nicht ich tue die und die und die Stellung, sondern ich tue und gestatte mir in dem Moment eine völlig neue Erfahrung, weil ich es nicht binde an ein Objekt, eine Stellung, ist auch ein Objekt, wo der Geist mir sagt, kannst du doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das hast du noch nie gemacht.
Und schon wird es eng. Und deshalb sage ich, wir praktizieren nur als Praxis und nicht objektbezogene Praxis. Versteht das? Leuchtet das ein? Toll. Mal schauen. Ich bitte euch, einen komfortablen Sitz einzunehmen. Wir hören unseren Atem. Ich höre meinen Atem. Und noch schöner, ich werde geatmet. Ich überlasse das mal der Energie, die mich stützt, die will, dass ich lebe und die mich begleitet und mich ununterbrochen zur Kooperation einlädt. Ich atme. Und wenn ich nichts am Atem mache, ihn nicht besonders lang, besonders kurz, besonders yogisch oder unyogisch oder was auch immer, wenn ich ihn einfach lasse, wie er ist, dann merke ich, wie mir das gut tut, mit diesem Atem in mir aufzugehen. Wenn ich jetzt meinen Körper erlebe, wie er atmet, ringsherum, die Rückseite dehnt sich aus, die Seiten dehnen sich aus, die Vorderseite dehnt sich aus beim Einatmen. Dann erfahre ich Leben. Atem ist Leben. Frei, offen, weit. Hände vor dem Herzen oder auf dem Herzen, das, was sich gut anfühlt.
Nishrapanchaya Shantaya Niralambaya Teshasi Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishrapanchaya Shantaya Niralambaya Teshasi Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishrapanchaya Shantaya Niralambaya Teshasi Atme nochmal in den unteren Rücken, um dann die Schultern anzuheben, mit langen Seiten die Oberarme nach hinten zu führen, die Hände abzulegen, das Kinn zu senken und die Augen zu öffnen. Ich sehe mich, ich sehe den, der praktiziert, ich sehe die, die praktiziert. Bin ganz bei mir und lass mal das, was ich tue, weg. Mich interessiert nur, ich tue es und wie ich es tue. Nach unten gerichteter Hund, bitte. Die Nora kommt und ist für alle da, die jetzt nicht hier im Raum sind. Und die dürfen die Nora bewundern. Das Erste, was mir wichtig ist, dass es ein friedlich nach unten gerichteter Hund ist. Wann ist der nach unten gerichtete Hund friedlich? Wenn die Energie fließt. Das heißt, wenn er nicht anstrengend ist, sondern wenn er einfach so sein darf, wie er ist. Die Knie mal leicht beugen, die Hände nochmal neu erden. Dann bitte ich euch alle mal, die Großzehballen in den Boden zu drücken. Dann merkt ihr gleich, dass es einen Energieschock gibt im Becken. Und dann drücken wir nochmal die Hände fest in den Boden, die einzelnen Fingerkuppen. Dann schieben wir den Po hoch, heben die Oberarme etwas an und lassen das Herz weich nach unten sinken. Sehr schön. Und beim nächsten Einatmen kommen wir auf die Zehenspitzen. Dann strecken sich die Beine. Dann werden wir nochmal weich zwischen den Schulterblättern. Und jetzt heben wir mal das rechte Bein nach hinten und nach oben gestreckt an, drücken gegen einen imaginären Widerstand mit dem Großzehballen. Mit einem nach oben ausgefahrenen rechten langen Bein. Super. Und dann ausatmend führen wir das Bein wieder runter. Gleiten mal kurz nach vorne in die Plank, um den Abstand nochmal zu messen von Füßen und Handgelenken. Dann drücken wir uns wieder hoch, beugen die Knie wieder, schieben den Po hoch, um jetzt das auf den Zehen spitzend, den gestreckten Beinen, das linke Bein nach oben wachsen zu lassen. Das wächst aus den Händen, aus den Wurzeln, der Verwurzelung der Hände unten, über das Becken nach oben, dann integrieren wir das Bein nochmal, ziehen es nochmal rein ins Hüftgelenk, indem wir die Oberschenkel so ein bisschen nach innen drehen.
Und dann drücken wir es nochmal richtig weg. Toll. Und dann darf dieses linke Bein runter auf den Boden. Und dann beugen wir die Knie und beim Ausatmen ziehen wir die rechte Ferse nach unten. Einatmend sind die Knie wieder gebeugt und beim Ausatmen ziehen wir die linke Ferse nach unten. Und das machen wir jetzt im eigenen langsamen Atemrhythmus. Einatmen heißt immer gebeugte Knie und ausatmen heißt ein Bein zieht langsam und friedlich nach unten. Super. Und dann beugen wir beide Knie, treffen uns alle mit gebeugten Knien, um jetzt beide Fersen Richtung Boden zu schieben. Super. Und jetzt laufen wir mit kleinen Tippelschrittchen nach vorne zu den Händen. Wir kommen vorne an, die Füße sind hüftgelenksweit, atmen ein, schauen nach vorne, werden lang, atmen aus, verbeugen uns und achten darauf, dass der Großzehballen drückt, die Innenseite der Beine aktiv ist, und das Becken nicht nach hinten ausweicht, sondern dass das Hüftgelenk senkrecht über dem Fußgelenk steht. Einatmen, schauen wir wieder nach vorne und werden lang. Und ausatmen, werden wir weich. Und dann schauen wir nach vorne, werden lang. Und beim Ausatmen kommen wir in den ersten Stuhl. Und den nehmen wir gleich richtig ernst, diesen Stuhl. Kommen ein bisschen tiefer runter. Kommen wir mit den Mittelfingern auf den Boden. Dass wir merken, da, ja, jetzt sind wir da. Und dann legen wir die Hände auf die Schultern und führen die Schultern weiter nach hinten. Und dann holen wir die unteren Rippen noch mal ein bisschen nach hinten. Ja, super. Und jetzt schieben wir aus dem Becken die Arme nach oben. Also die ganze Flanke wird lang, bis in die Fingerspitzen. Super. Und einatmen, kommen wir hoch und schließen die Hände vor dem Herzen. Sehr schön. Atmen langsam ein und atmen langsam aus. Atmen in die Rückseite ein, die dehnt sich sanft aus. Und atmen aus der Rückseite kommend wieder aus. Strecken die Hände nach vorne aus. Integrieren die Arme ins Schultergelenk, führen mit dem Einatmen die Hände über den Kopf, fassen mit der rechten Hand das linke Handgelenk, drücken den linken Fuß in den Boden, ziehen den linken Arm gerade nach oben, um dann den linken Arm wieder zu integrieren. Dann atmen wir nochmal in die unteren Rippen, dann kommen die Schultern nochmal hoch und nach hinten. Und wie der linke Fuß jetzt drückt und wir den linken Arm hochziehen, beugen wir uns langsam nach rechts. Atmen ein, ziehen wieder hoch. Atmen aus, gehen tiefer in die Beuge. Einatmen, nochmal ziehen und hochwachsen. Und ausatmen, tiefer in die Seitbeuge. Super. Und nochmal ein bisschen ziehen mit dem Einatmen, Länge, Länge. Und ausatmen, Beuge, Beuge. Sehr schön. Und einatmen, kommen wir sanft zurück und schließen die Hände mal vor dem Herzen. Atmen auch hier wieder ganz bedacht und bewusst in die Rückseite, sodass sich unsere universelle Seite, die weiche Seite, stärkt und in den Dialog geht mit unserer individuellen Seite, die ja immer wieder gleich wieder tun möchte. Jetzt strecken wir die Arme nach vorne aus, integrieren die Arme ins Schultergelenk, führen die Hände über den Kopf, etwas links, rechts und dann drücken wir den rechten Fuß, ziehen den rechten Arm lang nach oben, dadurch fängt schon die Beuge an, das können wir gar nicht verhindern so, dann integrieren wir den Arm nochmal ins Schultergelenk. Und jetzt drücken wir runter und schieben hoch und gehen immer tiefer. Und dann nehmen wir die unteren Rippen noch mal ein bisschen nach hinten, das ist ganz wichtig. Und dann drücken wir noch mal und gehen noch ein bisschen tiefer. Und dann ziehen wir uns noch mal richtig lang, um dann ganz tief nach unten zu sinken. Und mit dem nächsten Einatmen kommen wir langsam wieder hoch und schließen die Hände vor dem Herzen.
Einatmen, strecken wir die Arme nach vorne aus. Integrieren die Arme mit dem Einatmen und führen sie über den Kopf. Ausatmen, kommen wir in den Stuhl. Einatmen, Hände vors Herz. Ausatmen, rechter Ellbogen über linkes Knie, linke Schulter über die rechte. Dann drücken wir uns hoch, dass die Daumen vors Brustbein kommen. Dann muss der Oberkörper etwas weg vom Knie. Dann atmen wir wieder in die Rückseite, bringen die Schulterblätter etwas mehr zusammen. Und mit dem nächsten Einatmen strecken wir die Arme weit über den Kopf aus, Arme parallel. Und dann einatmen, kommen wir zurück in den Stuhl und ausatmen in die nächste Vorbeuge. Und einatmen, Blick nach vorn. Ausatmen, Stuhl. Einatmen, Hände vor dem Herz. Jetzt ist es der linke Ellbogen über dem rechten Knie und die rechte Schulter über die linke. Und wir atmen in den Rücken und wir drücken uns weg, dass die Daumen vors Brustbein kommen. Und dann werden wir nochmal lang in den Seiten, indem wir die Schultern zu den Ohren ziehen, beide unten wie oben und nach hinten schieben. Und jetzt aus der Mitte schieben wir beide Arme nach vorne weg, atmen uns hoch in den Stuhl und gehen in die nächste Vorbeuge. Schauen nach vorne mit langem, interessiertem Blick und beim Ausatmen geht der rechte Fuß nach hinten. Ich sehe mich in meiner Praxis, drücken den hinteren Fuß, drücken den Großzehball, dann hebt sich das Becken etwas und wir weiten nach hinten links und wie das Steißbein runterzieht, kommen wir tiefer ins Knie und dann heben wir das Becken wieder ein bisschen an und fangen an, das vordere Bein langsam zu strecken und dann wandern die Hände mit nach hinten unter die Schultern wieder. Und dann bleiben wir dort mit gestrecktem vorderen Bein, atmen ein, werden lang, atmen aus, verbeugen uns auf der Innenseite vom linken Knie nach unten. Einatmen Länge, ausatmen Beuge. Einatmen wieder ganz lang werden nach vorn. Und ausatmen, schieben wir jetzt wieder das Knie nach vorne, das linke. Und dann kommt die rechte, das rechte Knie fast runter auf den Boden. Und einatmen, heben wir es wieder an und ausatmen, sinken wir wieder tiefer runter mit dem rechten Knie. Und beim nächsten Einatmen kommen wir neutral, ein gestrecktes hinteres Bein, ein Großzehballen, der fest in den Boden drückt und das Becken mit Energie versorgt. Und beim nächsten Einatmen strecken wir die Arme nach vorne aus, werden ganz lang, die unteren Rippen bleiben auf dem Oberschenkel, dann führen wir die Hände unten durch und hinten hoch. Und beim nächsten Einatmen gehen die Hände nicht nur nach vorne, sondern auch noch über den Kopf und wir richten uns auf in Anasana. Super. Öffnen die Ellbogen zur Seite, nehmen die Schulterblätter nach zueinander auf dem Rücken. Und dann ganz langsam hinter den Ohren schieben wir die Arme hoch und weg. Und dann kommt das Steißbein, Erde tiefer ins Knie. Die Flanken werden lang und die Schulterblätter schieben das Herz noch ein bisschen weiter nach oben. Ganz schön. Hände sind wieder vor dem Herzen. Moment der Stille. Innehalten. Starkes hinteres Bein. Ja. Und ausatmen, setzen wir die Hände auf den Boden ab. Und der linke Fuß geht nach hinten in den nach unten gerichteten Hund. Knie sind gebeugt. Den Po schieben wir hoch. Und beim nächsten Einatmen kommen wir nach vorne in eine Plank, in einen Liegestütz. Und achten wir darauf, dass die Fersen nicht so weit nach vorne kommen, sondern die Fußsohle 90 Grad zum Unterschenkel bleibt. Dann kommt der rechte Fuß über den linken. Den legen wir einfach drauf. Und dann ziehen wir mal alles zur Mitte, um in der Mitte stark zu werden. Dann sinken wir halb nach unten auf einem Bein, aber wirklich nur halb. Halten die Mitte und kommen wieder zurück in den nach unten gerichteten Hund und nehmen den Fuß wieder runter vom linken. Beugen beide Knie und schieben den Po hoch. Atmen uns wieder nach vorne in die Plank. Jetzt legen wir den linken Fuß über den rechten. Schweben halb nach unten. Halten die Mitte. Atmen in den unteren Rücken. Werden weich im Herzen und trotzdem fest. Und kommen zurück in den nach unten gerichteten Hund und nehmen den Fuß wieder runter. Einatmen kommt der rechte Fuß nach vorne zwischen die Hände. Füße sind hüftgelenksweit und wir atmen das Becken hoch und weiten es zur rechten Seite ein bisschen, kommen wieder zurück ins Knie. Dann atmen wir wieder hoch
Dann kommen wir wieder zurück ins Knie. Und beim nächsten Mal strecken wir das vordere Bein, beginnen das ganz langsam zu strecken. Die linke Ferse bleibt oben, die Hände wandern so weit nach hinten, dass sie wieder unter dem Schultergelenk sind. Und dann einatmend, wie die Finger in den Boden drücken, isometrisch nach hinten ziehen, die Flanken lang machen, verlängern wir uns nach vorn, um mit dem Ausatmen uns zu verbeugen. Einatmen Länge, ausatmen Beuge. Einatmen nochmal ganz lang werden nach vorn. Ausatmen das rechte Knie beugen, mit dem linken Knie fast runter auf den Boden kommen. Ein gestrecktes linkes Bein bringt das Knie fast runter. Einatmen kommen wir wieder hoch. Ausatmen gehen wir nochmal tief runter mit dem linken Knie. Um jetzt diese neutrale Stellung, ein gestreckter Ausfallschritt mit gestrecktem hinteren Bein, strecken die Arme nach vorne aus, ziehen alles zur Mitte, führen die Hände nochmal unten durch und hinten hoch. Und beim nächsten Einatmen werden wir nochmal ganz lang nach vorne und richten uns auf und kommen in Alanasana. Super, ganz schön. Öffnen die Ellbogen zur Seite, Schulterblätter gehen nach hinten, Schulterblätter stützen das Herz. Wir beugen mal das hintere Knie noch ein bisschen, dann können wir das Becken gerade nach oben ausrichten. Und wie das Steißbein jetzt ins vordere Knie schiebt, streckt sich das hintere Bein wieder und der Energiefluss verlängert sich über die langen Flanken bis in die Fingerspitzen. Die gehen hinter den Ohren weit nach hinten. Super. Dann atmen wir in die Fingerspitzen. Atmen in die Rückseite. Machen die Arme lang und gerade. Und dann bringen wir die Hände vor dem Herzen zusammen und sind ganz friedlich, ganz still. Atmen in die Rückseite, halten einen Moment inne. Versuchen den Atem wieder zu verlangsamen. Langsames Einatmen, langsames Ausatmen. Und dann setzen wir die Hände auf den Boden ab und dann kommt der linke Fuß nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, tiefe Verbeugung. Einatmen, Blick nach vorn, ausatmend in den Stuhl. Und beim nächsten Einatmen kommen wir hoch und schließen die Hände vor dem Herzen. Sanftes, friedliches Atmen. Füße hüftgelenksweit. Hände an der Hüfte, heben das rechte Bein an und halten uns am rechten Bein fest, am rechten Knie. Erden den Großtibialen im linken Bein ganz besonders. Dann nehmen wir die unteren Rippen etwas nach hinten, die Schultern hoch und nach hinten. Atmen in die Rückseite. Dann kommt die linke Hand und fasst die Außenkante vom rechten Fuß. Oder das rechte Knie, beides möglich, es muss nicht der Fuß sein. Rechte Hand auf der Schulter. Energie hochziehen zum Becken und zum Herzen. Atmen ein, ziehen alles sternförmig zur Mitte, um beim Ausatmen uns sternförmig auszudehnen. Das heißt, alles strecken wir von uns weg. Die Arme, die Beine, die Hände, der Kopf, alles weg. Holen immer wieder die Energie zum Becken. Und beim Ausatmen schieben wir noch mal ein bisschen weiter weg, drücken noch mal in den Großzibialen, bis wir feststellen, dass die freudige Energie bis zur Krone des Kopfes steigt. Und dann kommen wir ganz langsam zurück, das macht ihr super. Halten uns an dem Knie fest, bringen die rechte Ferse auf den Po, fassen am Spann, ziehen zum Becken, atmen ein und beim Ausatmen Babytänzer. Verbeugen uns nach vorne, heben das rechte Knie an, gehen tief in die Rückbeuge und schieben den linken Arm weit nach vorne weg. Super schön. Toll. Spreizen die Zehen im hinteren Fuß. Und kommen mit dem Oberkörper noch ein bisschen tiefer. Sehr schön. Und dann ziehen wir alles wieder rein zur Mitte, zum Becken. Kommen mit dem rechten Fuß langsam runter auf den Boden und beide Hände sind vor dem Herzen.
und alles fühlt sich still und friedlich an. Atmen. Der Atem ist lang, friedlich. Das Einatmen ungefähr gleich lang wie das Ausatmen. Wir holen uns das linke Knie, nachdem der rechte Fuß geerdet wurde, sprich Großzehballen, die Zehen gespreizt, ganz viel Festigkeit. Ziehen das Knie hoch, ziehen die Schultern hoch und bringen sie weiter nach hinten. Atmen. Vertrauensvoll stehen wir da. Sind nur beim Tun, nicht bei dem, was wir tun. Fass mit der rechten Hand die Außenkante vom linken Fuß. Die linke Hand geht auf die Hüfte und dann auf die Schulter. Zieh nochmal alle Energie aus den Füßen, aus den Händen, aus dem Kopf zum Becken, atmen ein und beim Ausatmen schieben wir alles von uns weg. Die linke Hand, die rechte Hand, der Fuß, der linke, der drückt in die rechte Hand, der rechte Bodenbein, das erdet nach unten und die Krone des Kopfes will immer weiter nach oben. Ganz schön, super. Atmen, ziehen zur Mitte, kommen langsam raus. Fassen mit beiden Händen diesen Fuß hinten, den wir zum Po bringen, dass wir nochmal beide Schultern hoch und nach hinten ziehen können, nochmal die Mitte schaffen können, holen die unteren Rippen nach hinten, um jetzt die Hand zu lösen, die rechte nach vorne auszustrecken und jetzt Energie zum Becken und dann sich verbeugen, das Knie kommt hoch und wir schieben die ganze Energie in die Fingerspitzen nach vorne, in dem Fuß nach oben und das Herz wird hell und leuchtet. Ganz schön. Atmen ein, ziehen nochmal alles rein. Super schön. Und beim Ausatmen kommen wir ganz langsam zurück, stellen den linken Fuß ab und die Hände sind vor dem Herzen. Einatmend führen wir die Hände nach vorne und über den Kopf. Ausatmend eure Vorbeuge, friedlich, frei, Schönheit. Einatmen, Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten. Beim nächsten Einatmen ziehen wir die rechte Ferse runter auf den Boden. Der hintere Fuß ist parallel mit dem hinteren Mattenrand, die linke Hand auf der Innenseite vom linken Fuß, die rechte Hand an der Hüfte. Beide Oberschenkel drehen nach innen und schieben die rechte Hüfte weiter nach hinten, wenn wir jetzt das Steißbein tiefer ins vordere Knie schieben. Die rechte Hand kommt auf der rechten Schulter zu liegen. Sehr schön. Dann stelle ich mir vor, wie ich den hinteren Fuß in den Boden drücke, dass die Energie zum Becken und zum Herzen fließt. Nehme dabei nochmal die unteren Rippen nach hinten und schiebe dann beide Schulterblätter auf dem Rücken etwas zueinander. Die untere Hand drückt in den Boden, zieht isometrisch nach hinten. Die obere Hand schiebt von dem Herzen nach oben in den Himmel. Super. Halte das für einen kleinen Moment, um jetzt ganz langsam den hinteren Fuß so zu drücken, dass ich den unteren Arm parallel zum Boden anheben kann, nach vorne wegstrecke und jetzt auf der Außenseite vom linken Fuß absetze. Jetzt muss ich in eine Rückbeuge gehen, das heißt, ich stelle mir vor, die Seiten lang, beide Schultern nach hinten. Der Körper kommt jetzt etwas hinter das vordere Knie. Und jetzt strecke ich ganz langsam das vordere Bein. Und die untere Hand läuft mit nach hinten, bleibt unter der Schulter. Sind jetzt in einem ganz schönen, ausgerichteten Trikonasana. Der rechte Arm ist schon weit oben und die linke Hand ist fest geerdet. Und wir genießen diese Stellung in dem Sinne, dass wir sagen, Mensch, ich fühle da einfach mich, nicht die Stellung. Ich bin die Stellung. Super. Und dann bringe ich die rechte Hand auf die Hüfte, beuge das linke Knie, versetze die Hand vor dem linken Fuß auf den Boden, atme ein, tap, 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 komme ich hoch in Adha Chandrasana. Heb das hintere Bein an, bring dann die linke Hüfte über die rechte, dass der hintere Fuß parallel zum Boden ist.
Dreh nochmal die Oberschenkel nach innen vom Luftbein, zieh rein und drück nochmal weg, wie das Steißbein in die Großtibialen schiebt. Dann kommt die linke Hand auf die Schulter. Linke Schulter geht weiter nach hinten. Und jetzt schiebe ich diesen linken Arm nach oben. Den rechten Arm, sorry. Wenn ihr das links versucht, ist auch spannend. Gibt eine völlig wilde Stellung. Ja. Und wir wachsen nach oben und atmen. Ganz schön. Dann holen wir uns das Knie ran, beugen das Knie, fassen den Fuß vom Luftbein. Die kleinen Finger sind an der Zehenwurzel und jetzt geht es mit dem Bein in eine Rückbeuge. Das Bein geht hoch und die Schultern gehen in eine Rückbeuge. Super. Adha Chandra Shavasana. Wachsen, lassen das Herz leuchten, spreizen die Zehen. Super schön, was ihr da macht. Toll. Und jetzt lösen wir wieder, darf das Bein sich wieder strecken und der Oberschenkel dreht nach innen, dass die Zehen nach unten zeigen im Luftbein und beide Hände sind auf dem Boden. Dann ziehen wir uns nochmal lang, das hintere Bein schwebt, die rechte Hand läuft in die Mitte, unter dem Herzen, die linke Hand geht an die Hüfte und jetzt wie die rechte Hand nach hinten zieht, Schulter über Schulter, links über rechts, können wir den linken Arm nach oben schieben im Pavritta Adha Chandrasana. Toll. Super schön. Und ausatmen, kommen beide Hände zurück auf den Boden. Der rechte Fuß steht neben dem linken. Wir atmen ein, schauen nach vorn und atmen aus und sagen, komisch. Was war das denn jetzt? Und beim Einatmen werden wir wieder ganz lang. Und beim Ausatmen verbeugen wir uns nochmal ganz friedlich und tief. Einatmen Länge, ausatmen in den Stuhl. Und beim nächsten Einatmen kommen wir wieder hoch und schließen die Hände vor dem Herzen. Friedliches Atmen. Strecken die Arme nach vorne aus, führen die Hände über den Kopf, gehen in die nächste Vorbeuge. Einatmen, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, Ausfallschritt. Drücken den Großzehbein, das Bein streckt sich. Und beim nächsten Ausatmen ziehen wir die linke Ferse mit ganz viel Ausatmen runter auf den Boden. Erden diesen hinteren linken Fuß, schieben das Fußgelenk übers Fußgewölbe. Holen die Kraft aus dem hinteren Bein hoch ins Becken. Und die rechte Hand ist auf der Innenseite vom rechten Fuß und die linke Hand ist an der Hüfte. Linke Schulter über der rechten. Wir drücken ganz fest in diesen hinteren Fuß, ziehen die Energie zum Becken und wie die rechten Fingerkuppen auf dem Boden nach hinten ziehen, die untere Flanke länger machen, schieben wir aus dem Herzen den linken Arm nach oben. Super. Ganz schön. Atmen in die Rückseite. Und jetzt halten wir diese linke Hand oben, wenn der hintere Fuß drückt und wir langsam den rechten Arm anheben, parallel zum Boden. Dann den rechten Arm außerhalb des rechten Fußes absetzen. Jetzt die unteren Rippen nach hinten nehmen und dann beide Schulterblätter zueinander und Schultern zum Ohr nach hinten. Jetzt gibt es ein leicht rückgebeugtes Trikonasana. Und jetzt strecken wir das vordere Bein, dass es wirklich ein volles Trikonasana wird. Die Hand läuft mit nach hinten. Wir drücken die Finger, ziehen sie isometrisch nach hinten und schicken aus dem Herzen die Energie in den linken Arm weit über uns. Super schön. Toll. Atmen uns lang und atmen uns fest. Und sind einfach nur die Stellung. Wir machen nichts, wir machen nicht irgendeine Stellung, sondern wir erfahren uns in der Stellung. Super. Und dann kommt ganz langsam diese linke Hand runter auf den Boden. Wir gehen tiefer ins vordere Knie, heben nochmal die linke Ferse an. Super, dann versetzen wir die rechte Hand weiter nach vorne und dann ganz langsam, tipp, tipp, zwei kleine Schritte, stoßen wir uns ab, linke Schulter über der rechten, rechte Hand geerdet, linke Hüfte über der rechten. Super, dann gehen wir mit der Hand auf die Schulter und führen die obere Schulter weiter nach hinten. Dann drehen wir nochmal das hintere Bein, den Oberschenkel nach innen, dann zeigen die Zehen nochmal nach unten. Und dann schieben wir das Bein nochmal weg, dann kommt es gleich 20 cm höher. Sehr gut. Atmen in die Rückseite. Die linke Hüfte muss mehr über der rechten sein. Die muss höher, die linke Hüfte. Ja, super.
Und wie wir jetzt nach unten drücken, schieben wir den linken Arm nach oben. Aus dem Herzen kommt wie ein Lichtstrahl. Super schön. Der hintere Fuß ist parallel zum Boden. Ja. Und jetzt werden wir ganz lang atmen in die Rückseite. Super schön. Beugen das Knie, holen mit der linken Hand den linken Fuß. Fassen am Spann. Und jetzt ganz langsam geht dieses Bein nach hinten und hoch. Die Schulterblätter gehen beide Richtung Ohr und dann zueinander. Und die Schultern werden immer länger, die Flanken werden immer länger. Und jetzt gibt es eine kleine Rückbeuge in Adha Chandra Shavasana. Super schön. Toll. Halten das in der Mitte. Wenn wir jetzt ganz behutsam das linke Bein wieder nach hinten wegschieben, dann dreht der Oberschenkel nach innen, Hüfte, Hüfte ist nebeneinander. Zehen zeigen nach unten, beide Hände sind auf dem Boden. Einatmen, nochmal Länge nach vorn und ausatmen, eine leichte Verbeugung mit gestrecktem hinteren Bein. Einatmen, Länge nach vorn und jetzt wird es ganz lang. Die rechte Hand läuft ein bisschen mehr in die Mitte, die linke kommt an die Hüfte. Die rechte kommt an die Hüfte. Und dann kommt die Schulter über Schulter. Und wie die linke Hand runterdrückt, fließt die Energie zum Herzen, jetzt schieben wir den Arm nach oben. Im Pavrita Adha Chandrasana. Ganz schön. Volle Länge. Atmen in die Rückseite. Und ausatmen, bringen wir beide Hände zurück auf den Boden. Der linke Fuß steht neben dem rechten. Wir atmen ein, halbe Vorbeuge. Wir atmen aus, kommen in den Stuhl. Und beim nächsten Einatmen wachsen wir nach oben und schließen die Hände vor dem Herzen. Friedliches, sanftes Atmen. Strecken die Hände nach vorne aus, führen die Hände über den Kopf. Eure Vorbeuge. Sanft, weich, friedlich. Einatmen, Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten. Starkes hinteres Bein. Der linke Fuß läuft ein bisschen nach außen. Ich gehe mit der linken Hand von innen U-Shape an die linke Ferse. Super. Die rechte Hand läuft ein bisschen nach hinten und zur Seite raus, außerhalb der Matte. Sehr schön. Und beim nächsten Einatmen schaue ich nach vorne vor die Matte und laufe mit dem linken Fuß aus dem U-Shape raus, nach vorne. Super. Das sind so kleine Zehenübungen. Und jetzt beim nächsten Einatmen schaue ich mal nach vorne, wo mein Fuß steht. Und laufe jetzt mit beiden Händen nach links und nach rechts raus, dass der ganze Körper nach unten sinkt, unter die Kniekehle. Da muss die rechte Hand weit rausfahren nach rechts. Noch viel weiter, Thomas, die rechte Hand. Die muss bei der Irene vorbei. Und da muss man noch ein bisschen tiefer runter mit beiden Händen. Und jetzt läuft der Fuß, ja, jetzt wird er frei, nochmal 5 cm weiter nach vorne. Und dann gehen die Hände noch ein bisschen weiter raus, vor allen Dingen die rechte, die braucht mehr Aufmerksamkeit, Irene. Super. Und dann wird das Herz ganz weich. Und dann laufen wir noch ein bisschen nach vorne, in Trishulasana. Super. Und jetzt darf das rechte Knie auf den Boden. Ah, tut das gut. Und jetzt dürfen die Hände noch ein bisschen raus und der Fuß noch ein bisschen weiter nach vorne. Und dann ziehen wir die Energie ganz fest rein ins Becken, rein zum Herzen und lassen das Herz nach unten sinken. Oh. Und beim nächsten Einatmen drücken wir die Hände in den Boden, ziehen sie isometrisch zusammen und heben das rechte Knie wieder an. Oh, das fühlt jetzt wirklich gut. Und dann ganz langsam kommen wir aus der Stellung irgendwie raus. Ich weiß nicht, das überlasse ich euch, wie ihr da je wieder rauskommt. Also, und dann beugen wir die Knie und schieben den Po hoch. Und machen die Hände wieder ganz wunderbar. Schieben den Po noch ein bisschen weiter hoch und wissen,
nach der zweiten Seite kommt die Kinderstellung. Bringen deshalb den rechten Fuß nach vorne. Und dann kommt die Hand von innen an die Ferse. Und dann läuft die linke Hand etwas nach hinten und raus. Und dann fängt die rechte Hand auch an rauszulaufen, weil der Fuß sich von ihr entfernt. Der will weg nach vorne. Der sagt, Wechsel, Radical Change, das geht so nicht. Ich muss länger werden nach vorne. Super. Und dann laufen die Hände immer weiter weg. Vor allen Dingen die linke Hand läuft immer weiter weg. Und die läuft noch ein bisschen weiter weg. Und dann ziehen wir uns lang. Und dann läuft der Fuß wieder ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt darf die linke Hand noch ein bisschen weiter raus. Super. Und dann wachsen wir immer weiter nach vorne. Atmen ein und atmen in die Rückseite. Beim nächsten Ausatmen darf das linke Knie auf den Boden. Ah. Und jetzt müssen die Hände noch ein bisschen weiter rauslaufen, dass die Schultern unter dieses vordere rechte Knie kommen. Dann kann der Fuß ja noch ein bisschen nach vorne. Ah, ist das super. Und das halten wir. Atmen ein, werden lang und beim Ausatmen ein befreiendes Seufzen aus dem Herzen. Ah, super. Und jetzt ziehen wir alles zur Mitte, heben das linke Knie wieder an, laufen langsam raus, kommen zurück in den nach unten gerichteten Hund und krachen in einer Kinderstellung beglückt zusammen. Ah, super. Und atmen. Und erleben den Atem. Eine Energie, die will, dass es uns gut geht. Atmen in die Rückseite. Und werden innerlich ganz weich. Mit jedem Atemzug in den unteren Rücken hebt sich der Rücken ein bisschen an und wir werden zwischen den Schulterblättern noch ein bisschen weicher. Super. Und dann richten wir uns langsam auf, trinken einen Schluck. Lass mal ein bisschen Luft rein. Schön. Also jetzt nicht duschen gehen, gell? Es geht weiter. Sehr schön, bravo. Ihr macht es wunderbar. Nach unten gerichteter Hund. Beugen die Knie und schieben den Po hoch. Atmen in die Rückseite. Drücken die Hände nochmal ganz fest in den Boden. Gut zuhören.
drücken die Hände fest in den Boden und beim Ausatmen drehen wir die Oberarme etwas nach außen und kommen synchron und simultan mit den Unterarmen auf den Boden. Langsam. Super. Und dann drücken wir die Hände wieder fest in den Boden und kommen genauso langsam, wie wir runter, wir sind wieder hoch. Das kreiert Schwierigkeiten. Also nochmal, probieren wir es nochmal. Drücken die Hände und wissen, wenn wir zur Mitte ziehen und die Oberarme etwas nach außen drehen, dreht mal die Oberarme etwas nach außen. So. Ja. Und wenn du so drehst, dann kommen die Hände und die Unterarme runter. Super, toll, funktioniert. Und dann drücken wir die Unterarme fest in den Boden und die Hände und schieben uns noch einmal hoch. Verstanden? So, die Oberarme. Okay. Und dann geht's. Ja. Super. Einfach nur die Hände drücken und dir innerlich sagen, ich will hoch. Und dann kommen wir nochmal runter, dann bleiben wir aber unten, das verspreche ich euch. Jetzt kommen wir nochmal runter, super. Verschränken die Finger. Der kleine Finger ist neben dem anderen, der eine kleine Finger ist neben dem anderen kleinen Finger. Beugen die Knie, schieben den Po nochmal weit hoch. Laufen etwas rein mit den Füßen. Und beim nächsten Einatmen schieben wir das Kinn über die Daumen und die Finger nach vorne. Und komm mit dem Kinn fast auf den Boden. 1 Zentimeter fehlt. Und dann kommen wir wieder hoch. Und dann kommen wir nochmal ganz lang nach vorne. Langsam. Super. Und dann kommen wir sanft wieder hoch. Und beim nächsten Einatmen heben wir das rechte Bein an. Und strecken es weit hoch und drücken in den Großtibialen. Und jetzt kommen wir mit dem Kinn und angehobenem rechten Bein nach vorne. Oh. Und wieder hoch und setzen den rechten Fuß ab. Dann beugen wir die Knie, schieben den Po hoch, schaffen neutrale Mitte. Kommen auf die Großtibialen, heben das linke Bein an. Und jetzt schieben wir uns mit dem linken gestreckten Bein nach vorne. Super. Und kommen langsam wieder hoch und setzen den linken Fuß ab. Und dann kommen wir schon wieder in die nächste Kinderstellung. Oh. Und atmen. Super schön, bravo. Und wir merken jetzt, wie unser Geist immer freier wird. Da ist kein Gedanke mehr. Es ist nur noch Veränderung. Alles verändert sich. Die Selbstwahrnehmung, alles verändert sich. Super schön. Dann kommen wir wieder hoch in den nach unten gerichteten Hund. Erden die Füße und kommen langsam hoch. Atmen uns nach vorne in eine Plank. Super. Halten diese Plank. Jetzt bitte ich euch nochmal an die Plank zu denken. Drückt den Großtibialen in den Boden, dann wird die Plank leichter, weil dann die Innenseite der Muskeln mitmacht. Dann bitte ich euch, auf die Unterarme zu kommen. Einfach so. Also jetzt nicht langsam. So, ja. Und jetzt sind wir in einer Plank auf den Unterarmen. Darauf kommt es an, die Plank auf den Unterarmen. Ellbogen sind senkrecht unter den Schultern. Super. Und jetzt bitte ich, das rechte Bein anzuheben. Super. Und jetzt alles zur Mitte ziehen. Wir arbeiten hier gerade für die Bauchmuskeln, ja? Und beim nächsten Einatmen drehen wir den rechten Fuß parallel zum Boden und ziehen ihn weit nach vorne zur rechten Schulter, parallel über den Boden und strecken das Bein aus. Gestrecktes Bein. Jetzt öffnen und nach vorne ziehen. Drehen und hochschieben das Bein. Gestrecktes Bein nach vorne. Ja. Super. Und noch ein bisschen weiter. Ah, okay, absetzen. Dann probieren wir es mal links, das sieht man nicht so gut.
heben das linke Bein an und ziehen es nach vorne. Geben dem Nachbarn so einen kleinen Kick. Ja, super. Setzen ab und dann kommen wir zurück in den nach unten gerichteten Hund auf ganzen Armen. Sehr gut. Beugen die Knie und schieben den Po nochmal hoch. Und atmen. Das ist eure Bauchmuskelübung ab sofort täglich. Die ist super gut, ich sag's euch. Braucht nur 3 Minuten von dieser Übung und alles wird fester, stabiler und schöner. Beugen die Knie, kommen nochmal nach vorne in die Plank. Sehr gut. Jetzt kommt das, was du machen wolltest. Beugen den rechten Ellbogen und bringen das rechte Knie auf den rechten Oberarm. Super. Dann setzen wir langsam den rechten Fuß hinten wieder ab. Dann machen wir das auf der linken Seite auch nochmal. Gebeugt, absetzen und wieder nach hinten. Super. Und jetzt gehen wir in den nach unten gerichteten Hund. Beugen die Knie, atmen ein und laufen mit kleinen Schrittchen nach vorne zu den Händen. Einatmen, Länge, ausatmen, Beuge. Das war die Bauchwohlfühlsequenz. Einatmen, nochmal lang werden, ausatmen, nochmal ganz weich und nach unten sinken. Voll. Dann beugen wir die Knie, legen die Hände von oben auf die Hüfte, heben die Oberarme an, Oberkörper wird parallel zum Boden, dann kommen wir ganz hoch, wie der Steißbein nach unten zieht und schließen die Hände vor dem Herzen. Atmen. Füße sind hüftgelenksweit. Wir gehen in einen Ausfallschritt und bringen den rechten Fuß nach hinten mit den Zehen am rechten Mattenrand. Sehr schön. Ist nicht so weit der Ausfallschritt wie bei einem Trikonasana, aber fast weit. Gell? So ist gut. Ein bisschen, so ist gut, ja. 45 Grad Winkel im hinteren Fuß. Wir erden den Fuß und schieben das Fußgelenk übers Fußgewölbe und beide Hände sind an der Hüfte und wir spielen mal so locker. Bringen die Hüfte nach vorne, wieder nach hinten, dass wir merken, das geht. Super. Jetzt stellen wir uns vor, wir drücken den Großzehballen im hinteren rechten Fuß in den Boden, im vorderen Fuß, drehen beide Oberschenkel mit leicht gebeugten Knien Innenseite nach hinten und wie der Steißbein jetzt nach unten zieht, drehen wir den rechten hinteren Oberschenkel nach innen und schieben die rechte Hüfte nach vorne, dass das Becken parallel mit dem vorderen Mattenrand ist. Jetzt ziehen wir die Energie zum Becken, drücken nochmal hinten, drehen nochmal beide Oberschenkel etwas nach innen und dann, wie das Steißbein runterzieht, drehen wir den vorderen linken Oberschenkel etwas nach außen und er schiebt die linke Hüfte weiter nach hinten, sodass die Hüfte wirklich fast parallel mit dem vorderen Mattenrand ist. Gut? Fühlt gut, gell? Frei und gut. Ja. Das halten wir und atmen. Nehmen die unteren Rippen nach hinten und den Bauch schieben wir etwas nach hinten. Erden das Steißbein und gehen tiefer ins vordere Knie. Jetzt muss das linke Knie über dem linken Fußgelenk sein und der linke Oberschenkel fast parallel zum Boden. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Arbeit. Ein kleines bisschen. Ja. Beide Hände an der Hüfte. Strecken die Arme nach vorne aus, integrieren die Arme ins Schultergelenk und führen die Hände nach vorne und über den Kopf in Virabhadrasana Nummer 1. Gehen tiefer ins vordere Knie, das ist der Krieger in eigener Sache, der nichts mit den Objekten zu tun haben will, sondern nur ich. Der will nur mit sich was zu tun haben. Ein bisschen tiefer ins Knie, bitte, ja, noch ein bisschen. Super. Und dann bringen wir die Hände zurück an die Hüften, strecken das vordere Knie, verbeugen uns, bringen die Hände auf den Boden oder auf den Block oder auf die Blöcke, die wir haben und werden lang atmen ein, ziehen uns lang nach vorn und beim Ausatmen verbeugen wir uns ganz tief. Und beim Einatmen werden wir nochmal ganz lang nach vorn und beim Ausatmen gibt es nochmal eine ganz weiche Verbeugung. Und beim nächsten Mal, wenn wir ganz lang nach vorne gebeugt sind, drücken wir den hinteren Fuß nochmal fest in den Boden, laufen mit der rechten Hand zur Innenseite vom linken Fuß und bringen die linke Hand an die Hüfte.
Jetzt drücken wir erstmal diese Hand unten fest in den Boden, ziehen sie isometrisch nach hinten und ganz langsam kommt die linke Schulter über die rechte und wir ziehen uns in einer gedachten Linie zwischen den Knien lang nach vorn. Wir weichen nicht nach hinten aus. Bringen die linke Hand an die Schulter, führen die Schulter zum Ohr nach hinten, atmen in die Rückseite und werden weich und weicher. Und wie wir jetzt nach unten drücken, schieben wir den linken Arm nach oben. Impavrita Trikonasana. Superschön. Toll. Atmen uns ganz lang. Ganz, ganz lang. Nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten. Alles dehnt sich aus. Und dann kommen wir ganz langsam wieder zurück, bringen die Hand wieder auf den Boden. Atmen ein, werden wieder lang. Atmen aus, verbeugen uns. Und beim nächsten Einatmen, wenn wir ganz lang werden, nach vorn, beugen wir das Knie, bringen die Hand auf die Hüfte, richten uns langsam wieder auf, strecken die Arme wieder nach vorne aus und gehen jetzt wieder nochmal in Krieger Nummer 1. Wachsen nach oben und gehen tiefer ins vordere Knie. Sehr schön. Beide Hände sind jetzt an der Hüfte. Dann stellen wir das Becken leicht diagonal, die rechte Hüfte weiter nach hinten. Verschränken die Finger hinten. Ziehen die Schultern hoch und nach hinten. Und beim Ausatmen verbeugen wir uns mit der linken Schulter auf der Innenseite am linken Knie vorbei in den demütigen Krieger. Super. Die Arme kommen hoch, die Schulterblätter gehen zueinander und wir verbeugen uns so tief, dass wir mit dem Kopf fast auf dem Boden sind. Das hintere Bein drückt, das Herz wird weich und wir sinken noch ein bisschen tiefer nach unten. Toll. Atmen und geben uns Raum, schenken uns Raum für die Ausdehnung und die Veränderung. Ganz schön. Und beim nächsten Einatmen drückt dieser hintere Fuß ganz fest. Wir werden lang nach vorne, kommen ganz langsam wieder hoch, schieben die rechte Hüfte wieder nach vorne, strecken die Arme nach vorne aus, bringen die Hände über den Kopf, gehen nochmal tief ins vordere Knie, in den ultimativen Krieger in eigener Sache. Toll. Dann bringen wir die Hände auf den Boden, der linke Fuß geht nach hinten, nach unten gerichtet herunter. Beugen die Knie, schieben den Po hoch, atmen und lassen das Herz weich werden. Laufen mit kleinen Schritten nach vorne zu den Händen. Füße sind hüftgelenksweit, wenn wir vorne ankommen. Beugen die Knie etwas, Hände auf die Hüfte. Und ziehen zur Mitte und kommen langsam hoch. Sehr schön. Hand vor dem Herzen, ein Moment des Innehaltens und der Stille. Jetzt schauen wir bewundernd unseren linken Fuß an. Drehen ihn 45 Grad raus, bringen ihn nach hinten an den Mattenrand. Haben jetzt so eine Ahnung, ihr habt jetzt gerade gesehen, eure Ausfallschritte waren etwas eng, also etwas kurz. Wenn wir ein bisschen tiefer ins vordere Knie kommen, wird die Stellung freier. Es ist vielleicht anstrengender für einen Moment, aber die Energie fließt besser, als wenn das so gestaucht ist, so ein bisschen. Ja. Spielen mit der Hüfte, das habt ihr jetzt schon mitgekriegt. Erden den hinteren Fuß, Fußgelenk über Fußgewölbe. Super. Dann leichte Kniebeuge, Oberschenkel drehen nach innen, schieben den Po nach hinten. Und wie das Steißbein nach unten zieht, schieben wir die linke Hüfte nach vorne. Die vordere Hüfte dreht nach außen, schiebt die rechte Hüfte nach hinten. Und jetzt ganz langsam sinken wir tiefer ins vordere Knie, strecken die Arme nach vorne aus, integrieren die Arme, nehmen die unteren Rippen nochmal nach hinten. Und die Hände gehen über den Kopf. Super. Halten das und atmen. Gehen noch ein bisschen tiefer ins Knie. Atmen noch ein bisschen mehr in den Rücken. Werden weicher. Lösen uns von der Idee, etwas tun zu wollen, indem wir in die Rückseite atmen und geschehen lassen. Mit dem Ausatmen bringen wir die Hände auf den Boden. Einatmend schauen wir nach vorn, das Bein streckt sich langsam, das vordere Bein.
Und ausatmend verbeugen wir uns auf der Innenseite vom rechten Knie. Einatmen, nochmal lang werden nach vorn. Und ausatmen, nochmal tiefe Verbeugung. Einatmen, ganz viel Länge. Jetzt läuft die linke Hand zum rechten Fuß und die rechte Hand geht an die Hüfte. Bitte ich euch alle nochmal, den vorderen rechten Oberschenkel etwas nach außen zu drehen und die rechte Hüfte weiter nach hinten zu schieben. Dann geht die rechte Schulter über die linke. Und jetzt stellen wir uns wieder diese Achse vor zwischen den Knien, dass wir nicht nach hinten ausweichen, sondern den Oberkörper mehr Richtung rechtes Knie nach vorne bringen. Werden lang, die Hand drückt nach unten, zieht isometrisch nach hinten die linke. Und dann schieben wir den rechten Arm nach oben. Ganz schön. Super. Tolle Stellung. Atmen uns lang, das hintere Bein drückt nochmal fest in den Boden. Und beim nächsten Ausatmen kommt die Hand wieder zurück auf den Boden. Einatmen, Blick nach vorn. Ausatmen, tiefe Verbeugung. Einatmen, Blick nach vorn, die Knie leicht angebeugt, Hände auf der Hüfte, wir richten uns auf. Um jetzt nochmal die unteren Rippen nach hinten zu nehmen und tiefer ins rechte Knie zu gehen. Für den Krieger Nummer 1. Wir werden nochmal ganz lang, führen die Hände über den Kopf. Diesmal nicht rückgebeugt, sondern stolz, gerade und vorsichtschauend. Voller Entschlossenheit. Das halten wir, wenn wir jetzt die Hände an die Hüfte bringen. Das Becken etwas diagonal stellen. Nochmal die Oberschenkel etwas weiten, dass der Rücken frei wird. Das Steißbein nach unten ziehen. Super. Tiefer ins vordere Knie. Hände hinten verschränken, Schulter zum Ohr nach hinten. Das sind die Finger, die verschränkt sind in der offenen Handfaltung. Und dann ziehen wir den unteren Bauch rein, die unteren Rippen nach hinten, verbeugen uns in den Humble Warrior, in den demütigen Krieger. Super. Und wir verbeugen uns noch ein bisschen tiefer und werden weicher und noch ein bisschen tiefer. Super. Und dann atmen wir und lassen das Herz immer weiter nach unten sinken. Sehr schön. Und die Schulterblätter kommen zueinander und das Herz darf so richtig weich nach unten sinken. Ganz toll. Ganz langsam kommen wir zurück, richten uns auf. Einatmend kommt der linke Fuß nach vorne neben den rechten. Hände vor dem Herzen, ein Moment des Innehaltens. Strecken die Hände nach vorne aus, führen die Hände über den Kopf. Über den Stuhl in die nächste Vorbeuge, bitte. Einatmen, Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten. Gehen mit den Händen etwas weiter nach vorne. Und laufen mit dem linken Fuß rechts über die Matte raus. Darf ruhig ein bisschen nach hinten gehen, der Fuß, bis das Bein sich streckt. Und dann kommen wir ganz langsam mit dem Becken runter. Und der linke Fuß ist nach außen ausgefahren und die rechte Oberschenkel dreht nach innen. Super. Und dann laufen wir mit den Händen etwas weiter nach vorne, atmen ein. Und beim Ausatmen sinken wir mit dem Herz mal tiefer nach unten. Super. Und ganz langsam geht jetzt die rechte Hand an den Großzehballen vom linken Fuß. Und jetzt sind wir in einem liegenden Pavrita Trikonasana, merkt ihr das? Aber das Herz muss schon runtersinken, ja? Das ist super. Ja. Und jetzt werden wir weich und lassen das Herz immer weiter nach unten sinken. Der hintere Fuß ist in der Mitte aufgestellt. Und dann drücken wir in den Großzehballen vom linken Fuß und der zieht immer wieder beim Einatmen, ziehen wir ihn ein bisschen rein und beim Ausatmen schieben wir ihn ein bisschen weg. Den linken Großzehballen. Super.
Und wenn wir jetzt aus dieser Stellung noch Bridget's Cross machen wollen, das ist so ungefähr die ultimative Drehung, dann müssen wir das noch ein bisschen verändern. Dann bitte ich jetzt, diese rechte Hand loszulassen, den linken Schulter etwas anzuheben und mit der rechten Hand unter dem linken Ellbogen durch auf die andere Seite zu gehen und auf die rechte Schulter zum Liegen zu kommen. Dann ist linke Schulter über der rechten und der linke Arm läuft immer weiter nach vorne. Das ist eine Stellung, die heißt Bridget's Cross. Super. Und wir stellen fest, unglaublich, was da alles geht. Wir können mit dem linken Arm uns noch mal ein bisschen abstützen, dass die Schulter etwas höher kommt, die linke. Und dann können wir noch ein bisschen tiefer reindrehen. Das ist also so ungefähr die ultimative Verdrehung, die es gibt, ja? Sehr schön. Atmen in die Rückseite und kommen ganz langsam wieder zurück. Wie? Keine Ahnung. Das überlasse ich euch. Das Gefühl des sich auseinanderknotens. Komm wieder hoch, ziehen die Energie zum Becken, bringen den linken Fuß nach hinten, nach unten gerichtet herunter. Sehr schön. Atmen in die Rückseite, ziehen uns lang nach vorne, schweben sanft nach unten auf dem Boden, erden die Hände, erden die Füße, heben das Becken an, Knie kommen weg, Steißbein nach hinten und nach unten, Bauch in die Rückseite, Seiten lang, einatmen, Cobra. Jetzt merken wir erst, was Cobra für eine leichte Stellung ist, gell? Wie easy die sein kann, ziehen die nach hinten die Arme. Dann gehen die Schultern auch nach hinten. Dann kommt der Bauch und schiebt das Brustbein weiter nach oben. Das ist jetzt kein Thema. Ellbogen sind immer gebeugt ein bisschen bei der Cobra, dass sie nach hinten, ja, nicht dran, die können ruhig so ein bisschen, gell? Aber Schultern, ja. Toll. Und dann kommen wir zurück in den nach unten gerichteten Hund. Und jetzt wissen wir schon, dass der rechte Fuß nach vorne kommen muss. Dieser rechte Fuß, der will jetzt nach links rauslaufen. Der sagt, das muss ich auch haben, dieses Erlebnis. Es geht um die Erfahrung, nicht um was ist, sondern es geht um die Erfahrung. Und dann sinkt das Becken runter. Super. Und der hintere Fuß ist aufgestellt, da drücken wir nochmal den Großzehballen. Und dann laufen wir mit beiden Händen nach vorne. Super. Und wie der Oberkörper sich langsam nach unten senkt, der obere Oberschenkel nach innen dreht und immer weiter den unteren Rücken macht, fasst die linke Hand den Großzehballen vom rechten Fuß. Und wir legen uns ab mit dem Oberkörper. Atmen mit dem Großzehballen rein und schieben den Großzehballen beim Ausatmen wieder weg. Und wenn wir das jetzt ganz friedlich machen, machen wir das mit langsamen, tiefen Atemzügen. Sehr schön. Toll. Atmen so richtig rein in die Veränderung, die wir im Körper wahrnehmen, durch diese Stellung. Machen wir ja nicht jeden Tag sowas. Und dann heben wir den rechten Ellbogen an. Kommen mit der linken Hand, lösen Sie vom rechten Fuß und schieben die linke Hand unter dem rechten Ellbogen durch, nach außen, rechte Schulter über der linken im Bridget's Cross. Super. Und dann läuft diese Hand nochmal durch, die rechte Schulter geht unten, na Moment, welche Schulter ist jetzt rechts und welche ist links? Ja, die rechte Schulter ist unten, gell? Nee. Die rechte Schulter ist oben. Wahnsinn, oder? Und dann schieben wir das nochmal da unten durch, können dem Nachbarn am Zeh ein bisschen kitzeln, aber nicht zu feste, wenn wir mit der linken Hand da rankommen sollten. Aber das wollen wir nicht, denn er erschrickt sich dann. Super, toll macht ihr das. Wunderbar. Und dann kommen wir ganz langsam hier wieder raus. Nach unten gerichteter Hund, schieben den Po weit nach oben und kommen in die nächste Kinderstellung.
weiß, wenn die Lala diese Klasse sieht, gell? Was die sagt. Die Lala sagt, Vilas, endlich mal wieder eine richtige Klasse. Die Lala liebt diese Stellungen. Und dann richten wir uns langsam auf und kommen in einen komfortablen Sitz. Nehmen die Oberarme an, machen dadurch die Seiten lang, verbeugen uns etwas, bringen die unteren Rippen nochmal nach hinten und dann die Schultern hoch und nach hinten und manuell ziehen wir noch ein bisschen das Sitzfleisch raus. Die Hände liegen da, wo wir sie gern haben, wo es sich gut anfühlt. Und ich beobachte mich, wie ich einatme. Und ich beobachte mich, wie ich ausatme. Atme ein, ich atme aus und bin ganz auf den Atem konzentriert. Das ist mein Atem und ich begleite ihn in seiner Länge, die ganze Länge des Einatmens und die ganze Länge des Ausatmens. Einatmen und ich weiß, dass ich einatme. Mache mir bewusst, dass ich einatme.
und ausatmen. Ich weiß, dass ich ausatme und mache mir die Ausatmung bewusst. Mit jedem Atemzug kommen wir ein bisschen näher zu uns, lassen alle Gedanken hinter uns. Lassen Zukunftsvorstellungen und Planungen hinter uns. Lassen unsere Idee von uns selbst, das Bild, das wir von uns haben, hinter uns. Sind einfach nur Atem. Ich weiß, dass ich einatme. Ich weiß, dass ich ausatme. Mit diesem vibrierenden Körper von der Praxis erfahre ich meinen Körper atmend. Und es ist der ganze Körper, der atmet. Und ich beschäftige mich jetzt mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinem atmenden Körper. Und die einzelnen Atemzüge sind im Hintergrund. Mein Körper atmet ein und mein Körper atmet aus. Nach all dieser Beschäftigung mit mir selbst, meine Praxis, meine Erfahrung von mir in der Praxis, nach all dieser Beschäftigung fühlt es sich in mir weich und entspannt an. Und da bin ich ganz nah bei dem, der praktiziert, bei der, die praktiziert, ich. Zufriedenheit, Friede, Freude, Entspannung. Shavasana.
Wer sitzen bleiben möchte, kann auch gerne sitzen bleiben. Wer sich hinlegen möchte, soll sich gerne hinlegen. Die Entspannung ist in beiden Haltungen möglich.
Möchte euch bitten, etwas tiefer zu atmen. Den Atem wieder bewusster machen. Die Finger bewegen, die Zehen bewegen. Dann die Hände nochmal auf den Bauch legen und in die Hände hineinatmen, bitte. Einatmend hebt sich die Bauchdecke, ausatmend senkt sie sich. Dann die Hände über den Kopf ausstrecken. Dann anspannen, alles reinziehen und beim Ausatmen alles wegschicken. Und seufzen. Super. Nochmal einatmen, Länge, Länge, Länge und ausatmen, loslassen. Und beim dritten Mal schnauben wir noch, um die Kiefermuskulatur zu entspannen, ziehen uns lang, spannen an, spannen an und lassen. Die Füße bitte aufstellen, auf die rechte Seite rollen und einen Moment in der Seitenlage verweilen. Der Kopf ruht auf dem rechten Oberarm, dass er nicht so wegkippt nach unten. Und wir folgen dem Atem nochmal nach innen, um die Veränderungen wahrzunehmen, aber auch uns in der Veränderung zu erfahren. Dann bitte ich euch, euch abzustützen und hochzukommen in einen komfortablen Sitz nochmal für einen kleinen Moment. Schaut nochmal nach innen uns in dieser Praxis interessiert der Seher, nicht das Gesehene. Das Tun aus mir heraus, nicht das Ziel. Hände voll im Herzen. Oh.
Namaste.